Spielwiese. Notizen aus der Musikszene. Mit Roland Leitner. Willkommen auf unserer Spielwiese. Heute hören wir neue Musik von Manuel Randi Gitarre und Alex Trebo am Klavier. Und am zweiten Adventssonntag wird es auch im zweiten Teil unserer Sendung ein wenig besinnlich. Bei uns wird es in den nächsten Minuten jetzt sehr besinnlich. Wir widmen uns nämlich der Vorweihnachtszeit und wollen mit Alexander Folterbauer und Wolf Ratz, den beiden Musikern aus Österreich, eine schöne Zeit verbinden. Jetzt begrüßen wir zunächst Alexander Folterbauer. Er meldet sich gleich mit einer Zuspielung und kündigt sein neues Stück zum Advent an, das wir im Anschluss hören werden. Gleich darauf hören wir auch Wolf Ratz mit seinen Gedanken zur vorweihnachtlichen Zeit. Zunächst aber Alexander Folterbauer. Grüß dich. Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer auf Reis Südtirol. Mein Name ist Alexander Folterbauer und ich bin Liedermacher und stamme aus Innsbruck. Ich mache zusammen mit Wolf Ratz ein Liedermacher-Quartett. Noch dabei ist Juan Carlos Baniagoa und Elvira Maria Kalev. Großteils sind wir mit Dialektmusik und Weltmusik beschäftigt. Und jetzt haben wir zur Adventzeit wieder ein neues Stück gemacht. Das nennt sich ganz einfach Advent. Es ist ein Gedicht, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Und es geht wieder mal, wie viel in meinen Texten, ums Nachdenken, ums zur Ruhe kommen, zum Entspannen und ein bisschen nachzudenken, für was eigentlich der Advent so steht. Aufgenommen haben wir es wieder bei unserem lieben Kollegen Andreas Reinhardt, wo wir auch schon die letzte CD Eklor eingespielt haben. Die Idee zu dem Stück, die ist eigentlich schon letztes Jahr entstanden und ich kann mich noch genau erinnern, Roland, da haben wir ja schon einmal eine Aufnahme oder ein Interview gemacht letztes Jahr, auch für eine Weihnachtssendung. Habe ich da dann schon den Text geschickt, aber es ist sich nicht mehr zeitlich ausgegangen, dass wir das noch aufnehmen. Und heuer war es dann so, dass ich zum Wolf gesagt habe, ich würde gern eben dieses Stück oder beziehungsweise dieses Gedicht vertonen. Und wir haben dann das entschieden, dass sich das ja noch passend zur Adventzeit ausgeht, dass man das noch Ende Oktober haben wir das aufgenommen. Und ich frage mich auch immer wieder und ich merke es auch heuer wieder, warum die Adventzeit einer der stressigsten Zeiten ist im Jahr. Mein Text beschreibt es ja ganz gut, glaube ich. Aber er soll einfach auch zum Nachdenken anregen, mehr zur Besinnung zu kommen oder zur Ruhe zu kommen, das Jahr ausklingen zu lassen. Ich möchte es so gut wie möglich tun und auch ein bisschen eben zur Ruhe kommen. Wir haben ein recht intensives musikalisches Jahr hinter uns, haben schöne Konzerte gespielt. Leider nie in Südtirol, haben wir leider noch nie die Möglichkeit gehabt. Und nächstes Jahr haben wir aber gesagt, dass wir es ein bisschen ruhiger angehen. Weniger Konzerte, wir werden wieder ins Studio gehen. Wir haben neue Stücke geschrieben. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz besondere, schöne Adventzeit. Und ein schönes Weihnachtsfest. Danke für die Einladung, lieber Roland, und gerne wieder. Pfiat euch. Danke, Alexander Folterbauer, für deine Worte. Liedermacher aus Innsbruck, wir wünschen dir eine gesegnete vorweihnachtliche Zeit und frohe Weihnachten und natürlich viel, viel Erfolg auch fürs neue Jahr 2024 und dass es dann vielleicht hoffentlich endlich klappt mit dem Auftritt in Südtirol, wer weiß. Jetzt aber auch zu Wolf Ratz, er ist der Gitarrist und Liedermacher aus Wien und der musikalische Partner von Alexander Folterbauer. Einen schönen guten Abend nach Wien. Lieber Roland Leitner, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Reis Südtirol, auch von mir einen wunderschönen Abend. Ich bin der Wolf Ratz, Liedermacher aus Wien und habe natürlich gern die Musik für Alexanders nachdenkliche Worte komponiert und gespielt. Auch nach so vielen Jahren und Jahrzehnten ist es für mich ein ganz besonderes Gefühl, durch die erwartungsvolle Adventzeit hindurch auf den Weihnachtsabend
zuzusteuern. Es ist für uns beide diesmal auch Rückschau auf ein wunderbares Jahr mit schönen Konzerten im In- und Ausland. Danke dafür. Für meine eigene Person habe ich eigentlich überhaupt keine materiellen Wünsche. Doch es würde auch mir persönlich viel besser gehen, wenn ich wüsste, dass keine Menschen mehr unter Krieg, Verfolgung und Unterdrückung leiden müssten. Wäre es denn nicht schön, wenn es mehr Gerechtigkeit gäbe und ganz wichtig, auch mehr Verständnis für die Natur, deren Teil wir ja sind, und mehr Verantwortung für unseren Planeten und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder? Ein besinnliches und beglückendes Weihnachtsfest. Für euch alle und ganz besonders für dich, lieber Roland, wünscht euch der Wolf aus Wien. Danke, Wolf Ratz, nach Wien. Und damit wollen wir uns jetzt endgültig das Stück zu Gemüte führen. Es wird sehr besinnlich auf Rai Südtirol mit Advent. Wir hören Alexander Folterbauer Stimme und Wolf Ratz Gitarre. Advent, was hat uns geprägt? Was hat uns getragen? Jetzt ist Advent und ich möchte euch was sagen. Advent, ich schau zu der ersten Kerzen, die jetzt brennt. Die Bedeutung werden vielleicht viele nicht kennen. Dabei ist es schön. Und hast doch ankommen. Es ist eine Zeit, wo man zurückdenkt und resümiert. Was hat man erlebt? Und was ist alles passiert? Was bleibt? Und was war erfreut? Was will man lieber vergessen? Und was tut dir leid? Und ich halt jetzt mal inne, such die Stille und denk mir das. Was ist da draußen für ein Lärm? Was für ein Chaos und ein Stress? Advent, die zweite Kerze, die jetzt brennt. Nikolaustag, Kinder haben Süßes am Teller. Ich such die Lichterkette wieder im Keller. Die Weihnachtsfeiern stehen auch vor der Tür. Viele freut's, für manche ist ein Zwang. Steht sie das noch dafür? Es folgt die dritte Kerze, der Wirbel dominiert. Ich bin nicht dabei. Ob ich was nicht kapiert? Alles, was ich will, ist dir frei zu machen. Ich hab schon beieinander ein paar schöne Sachen. Nicht nur zu Weihnachten oder im Advent. Es ist bald soweit. Die vierte Kerze brennt. Thank you.
Alexander Folterbauer und Wolf Ratz aus Innsbruck und Wien mit ihrem Beitrag zum Advent. Ja, ein besinnlicher Ausklang in unserer heutigen Spielwiese, in der wir uns auch mit Manuel Randi und Alex Trebo beschäftigt haben. Die zwei Virtuosen laden mit ihren Kompositionen zum Eintauchen und Abheben ein, und zwar am 15. Dezember ins Bozner Walterhaus. An dieser Stelle auch ein Dankeschön noch einmal an Alexander Folterbauer und Wolf Ratz. Grüße nach Innsbruck und Wien und natürlich auch nach Berlin zu Alex Trebo und Manuel Randi. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, wünsche noch einen feinen zweiten Adventssonntag. Am Mikrofon Roland Leitner, an der Technik heute Maximilian Hauser.